Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und der gute Tomate hat mal wieder was von 37 Grad rausgesucht. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, du hast schon gesagt, wir schauen heute 37 Grad Leben wieder, diese Doku-Reihe aus dem ZDF, aus der Mediathek. Und da haben wir heute die Folge Hass stoppen und Demokratie retten. Also auch da schon natürlich interessant. Demokratie ist offensichtlich das Gegenteil von Hass. Das Ja. sind Begriffe, die haben, sind verwandt mit was miteinander zu tun. Also entgegengesetzlich, obwohl man meinen könnte, das eine wäre einfach eine Regierungs- oder Staatsform, das andere ein Gefühl. Aber gut, heutzutage ist das ja alles miteinander verquickt. Das sind halt Deswegen. sehr, sehr aufgeladene Buzzwords, ne? Also ich finde, Aber. eigentlich hätte man da noch irgendwas reinquetschen können, irgendwas Also, mit Freiheit oder so. ja, um das vielleicht nochmal auszuführen. Du hast recht, das ist wirklich so ein bisschen so ein DDR-Ding. Hass stoppen, Demokratie retten. Also, was so. Das ist so wie ein Chat-Meme. Das Schlechte nein, das Gute ja, weißt du? Hass schlecht, Demokratie gut. So. So, und auf jeden Fall, worum geht's hier? Es geht um Informatikstudent Florian, in Klammern 22, teilte lang die stramm rechte Meinung seines Umfelds. Oh, Heute bin setzt er sich gespannt. für Vielfalt ein. Er kämpft für ein Demokratiebündnis im sächsischen Freiberg. Okay. Die gute alte Oha. Bergakademie, okay. Ja, also mal sehen, was hier für ein böses Umfeld uns mal wieder hier in Sachsen erwartet. Wir hatten ja gerade eben, übrigens lustigerweise, ich weiß nicht, wie du das hochlädst, das wird man dann auskäsen, aber wir haben jetzt vor kurzem auch noch eine andere Doku geguckt, die ist rechter Raumname. Da ging es auch um den 22-jährigen Typen, der hier in Sachsen irgendwelche wie auf linken Demos aktiv war, halt irgend so ein Antifa-Mensch. Und jetzt haben wir hier den nächsten 22-Jährigen, der Der sich muss für ein Nest links sein, und ich gegen sagte Hass das. einsetzt. Ja. Also, man könnte fast meinen, trotz der Wahlergebnisse, die sprießen ja aus dem Boden, die linken Aktivisten. Ja. Oder es ist halt einfach letztlich einseitige Themenvergabe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist so ein Fetisch, ne? Der Osten muss braun sein und dann auch noch die Jugend fehlt auch noch rechts. Da können wir gleich wieder 5000 Dokus machen. Also, Genau. das ist schon. Machen wir Dokus über die, die sich dagegen einsetzen. Da ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Da kann sich die Oma vorm Fernseher freuen, wenn sie dann junge Leute sieht, die sich für das vermeintlich Gute einsetzen und für Genau. Flüchtlinge. Und ja, so läuft das. Gut, wir schauen einfach rein, oder? Gerne. Dann viel Spaß. Mein Pfleger hat gesagt, als Frau kann man heute doch nicht mal alleine rausgehen. Ja, also das ist ja Quatsch. Also ich gehe immer raus. Ich versuche die Menschen auch ernst zu nehmen. Also ich halte die. Was ist los? Warte. Der erste Satz war, ich versuche die Menschen ernst zu nehmen. Oder der zweite. Und der Satz davor war, erstmal dem Typen widersprechen, der von seiner Frau erzählt, dass sie sich nicht mal raustraut. Ja, vor allem, ja, Ich nehme euch ernst, ja. ich gehe immer raus. Also das war halt auch so eine flapsig lustige Antwort. Das war jetzt beileibe kein Ernstnehmen. Ich meine, er hatte ja offensichtlich eher von, naja, Kriminalität oder gesellschaftspolitischen Fragen gesprochen, namentlich Migration vor allem, dass man sich hier nicht mehr sicher fühlen kann. Und die meint so, ja, ich gehe auch raus. Also, ich Hier weiß ja gibt's nichts nicht. zu sehen, mach weiter, alter Mann. Ja. Ja. Also die bewegt sich wahrscheinlich, würde ich denken, in einem ganz anderen Umfeld als der. Also wahrscheinlich eher in einem. Die Eher kann sich, Großstadt. Sag mal würde ich so. meinen, würde ich meinen. Also ich weiß jetzt noch nichts von der Frau, ich habe die nur 5 Sekunden gesehen, aber mein Eindruck mit dem Bücherregal hier hinten und so diesem Beanie auf dem Kopf und diese runde Brille, dass sie, ich wette, sie ist irgendeine Grünwählerin und sie wird auch ganz okay verdienen, arbeitet vielleicht. Im öffentlichen Dienst, sowas könnte ich mir Nee, vorstellen. die Oder als. studiert. Die studiert irgendwie Povi oder so wie irgend sowas. Echt? Weil dafür sieht die ehrlich gesagt nicht jung genug aus. Nimm es mir nur übel. Mal gucken. Also, ich denke, die ist safe ab 30, aber gut, Naja, gut. das heißt Man kann ja auch lange doch studieren. ja Ja, nichts. jedenfalls, die wird sich wahrscheinlich in Kreisen bewegen, wo man sich's halt leisten kann, in den guten Vierteln zu leben, wo man Genau, fern von genau. den Problemen ist. Und dann ist es nämlich auch leicht, das sage ich immer wieder, in solchen Vierteln, in solchen Lebensumfeldern ist es leicht, links zu sein. Ja. Okay. Die emotionale Ebene immer für echt. Die ist nicht gespielt. Ach, die wird gar nicht vorgestellt. Okay, interessant. Na, Ah, vielleicht das kommt kommt sie. alles noch, das kommt alles noch.
So, das ist jetzt übrigens hier dieser Florian 22, der auf dem Titelbild von der Doku zu sehen ist. Das ist der Informatikstudent. So viel kann ich schon sagen. Der Schwarze. Hassstocken kann man, so gut es klingt, mit Liebe natürlich, indem man eben auf die Leute zugeht und das Gefühl gibt, gehört zu werden. Ich glaube, dass für viele Menschen das Problem ist, dass sie das Gefühl haben, so von oben herab behandelt zu werden von der Politik. Ich bin Florian Schierz, 22 Jahre alt und ich möchte den Stadtrat hier von Freiberg, um die Stadt voranzubringen, zu einem Ort zu machen, wo junge Menschen auch gerne leben und Klimaschutz und Umweltschutz voranzutreiben. Also erstmal, ich muss sagen, er sieht sympathisch aus. Das gebe ich ihm. Ganz ehrlich. Ja. Ich bin wirklich auf seinen Lebensweg gespannt. Also ich kann ihn mir nicht vorstellen, dass er so, wie war es, stramm rechts war oder so? Ja, kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Ja, im Titel, im Untertext steht ja, er teilte lang die stramm rechte Meinung seines Umfelds. Also das kann ich bei ihm auch wirklich bei besten Willen nicht vorstellen. Also dafür kommt er ehrlich gesagt ein bisschen zu lax rüber. Wenn das so wäre, dann wäre er doch so einer dieser anrüchigen Überläufer. Ja, das wird einfach nicht stimmen. Das wird einfach nicht stimmen. Das haut ja schon nicht hin. Ja. Ja, das wird einfach so dahergeschrieben sein. Wir sind von Freiberg für alle. Haben Sie kurz eine Minute? Am Sonntag ist ja Wahl. Ja. Ich lebe hier in Freiberg und Freiberg ist im Erzgebirgsvorland eine der größten Städte und die Stimmung ist eher konservativ bis rechts. Aber es ist ein schönes, altes Städtchen mit einer tollen Innenstadt und cooler Architektur, also es ist sehr lebenswert. Ja. Wir setzen uns natürlich für ein weltoffenes Freiberg ein und wollen die Stadt... Was heißt denn das? Da würde ich sofort sagen, ja, dann bitte geh weg. Dann bitte geh. Ich will hier kein weltoffenes Freiberg. Was, also wie gesagt, was heißt denn das? Dass hier die Leute, die es können, studieren können? Meinetwegen. Dass hier jeder reinkommt? Nee, das ist nicht weltoffen, das ist untergangsmäßig. Ja, aber darauf wird es leider hinauslaufen. Also weltoffen heißt halt immer auch die Asylpolitik mittragen, die Migrationspolitik, dass halt de facto jeder hier reinkommt, der Asyl ruft. Juhu. Genau. Moment, ich wollte weitermachen. Und genau, das wäre natürlich cool, wenn ihr da auch eure Stimme abgeben würdet, überhaupt wählen gehen. Das ist super, was ihr macht. Vielen Dank. Freiberg mal positiv hervorheben. Genau, das ist unser Ziel, eben dafür sein, nicht immer nur dagegen, sondern wirklich auch positiv voranbringen. Macht's gut, tschüss. Am Sonntag ist ja auch mal. Nein, möchten Sie nicht mit uns reden? Ich versuche mich zu engagieren, obwohl es einfacher wäre, einfach mitzuschwimmen sozusagen, um eben genau diesen Rechtsruck, wovon ja viel gesprochen wird, auch gerade zu verhindern und einfach diese Gefährdung für die Demokratie da einfach einzutreten für meine Werte und in einigen Jahren halt nicht zurück. Was ist denn? Also ich denke ja, man, das ist ein Typ, mit dem kann man reden. Jetzt mal ohne jede Polemik. Was meinst du denn, Florian? Was ist denn die Gefährdung für die Demokratie? Also die AfD ist ja nun mal die einzige Partei zum Beispiel, die wirklich in ihrem Programm, also die einzige große Partei, die in ihrem Programm direkt die direkte Demokratie fordert. Also Demokratie findest du ja gut. Was ist denn dein Problem? Also wo genau siehst du das Problem der direkten Demokratie? Ich würde vermuten, ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, aber ich würde doch hart vermuten, dein Problem ist gar nicht das Ding Demokratie an sich, sondern eher, was dabei rauskommt. Also das Problem ist nicht, dass die Leute auf einmal, wenn AfD an der Macht wäre, nicht mehr Stimmen demokratisch abgeben könnten, sondern das Problem ist, dass sie halt die falschen Stimmen abgeben. Demokratie heißt doch einfach nur links in diesem Vokabular. Das hat nichts mit dem demokratischen Vorgang zu tun. Ja, ja. Und das ist eigentlich schade, weil er hat ja eine relativ realistische Einschätzung von Freiberg gegeben Anfang, dass es eher halt rechtskonservativ geprägte Stadt ist. Ja, da fand ich lustig, er hat gesagt, ja, es ist eher rechtskonservativ, aber es ist trotzdem schön so. Das fand ich ganz das lustig, dieses Aber so danach. Aus, ne? Ja, es schließt sich nämlich aus. Die linken Vorzeige-Kiete, die sind lebenswert. Ja, genau. Man könnte ja vielleicht mal überlegen, geh doch mal in so ein linkes Umfeld, du sprichst es richtig an, Arti, irgendwelche linken Kieze oder so. Sieht es da besser aus? Kann es vielleicht sein, dass es hier, eben weil es konservativer zugeht, deswegen besser aussieht? Ja. Zurückzublicken und zu sagen, ja, hättest du mal. Freiberg für alle ist ein Bürgerbündnis, was sich 2019 gegründet hat, auch in Reaktion auf die Landtagswahlen, auf das Erstarken der AfD. Wir haben so eine Gruppe von Leuten gedacht, wir müssen irgendwas tun. Peu à peu sind mehr Leute dazugekommen. Das war schön zu sehen, dass man nicht alleine denkt, oh, es war ja um die 30%. Ich habe damals in der Kita gearbeitet und dachte mir so, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Das denken wir auch immer. Ja, das mit dem 1, 2, 3 finde ich lustig. Das ist genau so ein Punkt, den ich vor uns in dem letzten Video angebracht habe. Ich meine, das ist halt hier nun mal Lebensrealität. Also jede dritte Person, der du begegnest, ist ein AfD-Wähler. Und auch da wieder, was ist da jetzt so das Problem? Also im Lebensalltag, sind diese Leute wirklich der Meinung, jede dritte Person, der du begegnest, ist böse? Ist schlecht? Also das sehe ich so einfach nicht. Ich meine, wenn man ihr Framing mal zu Ende denkt, also 30% sind sozusagen rechtsextrem oder 33% jetzt hier in dem Zahlenspiel. Ne? Wenn du das mal mit einer anderen Volksgruppe machst, nämlich sozusagen Dschihadisten, die ja sozusagen extreme Moslems sind, was glaubst du? Was würde da passieren, wenn jetzt hier jeder Dritte so ein, ja, die Kuffars müssen weg-Typ wäre? Wäre es dann hier so ruhig? Nee, da, ja, klar, nicht, da würde oder? Das Land brennen. Also da würden schon 10% harte Dschihadisten reichen. Mhm. Ja, das, ich finde, das ist ein ganz interessantes Gedankenspiel. Ich wusste erst nicht, worauf du hinaus willst. Aber ja, wenn jetzt wirklich 33% der Leute extrem wären, ja klar, dann wäre es hier vorbei. Also egal welcher politischen Seite. Also können wir vielleicht festhalten, dass demzufolge die AfD halt eben nicht rechtsextrem und radikal und was auch immer ist. Sondern ja. Ist halt einfach rechts, Punkt. Ist normal rechts, ja, und ich spreche es immer wieder an, das ist mir total wichtig. Ich finde halt, dieses Wort rechts muss einfach normal werden. So wie in anderen Ländern, wo man halt sagt, was sehe ich in den USA, Demokraten sind links, Republikaner sind rechts. Das sollte ganz normal sein in einer Demokratie, dass es halt linke und rechte Parteien gibt. Ja, gut, ob das jetzt in Amiland so ist, sei außen vorgestellt, aber das Prinzip, ja. War sehr erschreckend zu erfahren. Weil es ja wirklich den Leuten gut geht. Welcome. Oh Gott, das ist ein Argument. Dir geht's doch gut, also halt die Klappe. Ja, also wähl doch nicht rechts, ja wirklich. Oh, wie schlecht. Von grüner Seite kommt doch andauernd dieses Ding, dir geht's gut, aber denk doch an deine Enkel, ja. Um jetzt mal auf dieses Framing mal einzugehen oder das mitzugehen. Aber wenn du sagst, ja, mir geht's zwar gut, aber wenn ich das so sehe, wie das hier so läuft, bei so meinen Enkeln wird's scheiße gehen, Nee, dir geht's doch gut, halt die Klappe. Ja, das ist auch mal wieder so eine selektive Wahrnehmung, weil jetzt zum Beispiel bei einem anderen Thema, zum Beispiel bei Klima, würde die ja voll mitgehen. Ja, noch geht's uns gut, noch haben wir hier nicht den Weltuntergang, aber ja. Der wird noch kommen. Kipppunkte so kommen näher. Genau, mit den CO2-Maßnahmen, wenn wir die nicht erfüllen, ja, dann haben wir hier das ganze Jahr Überflutung und Vulkanausbrüche und Orkane und hast du nicht gesehen. Ja. 10 Broschüren, los geht's. Sonja hat mich dazugeholt tatsächlich. Oder zumindest zu der Aktion, dass wir jetzt eben für den Stadtrat kandidieren. Ich kenne Florian schon länger und er ist ein sehr engagierter junger Mann. Bei Fridays for Future, sehr engagiert. Ja, ist einer von den Guten. Okay, also er ist links, war aber mal stramm rechts. Und dann war er noch bei Fridays for Future, also er ist auch noch so ökomäßig unterwegs. Okay, ich sag, der war nie stramm rechts. Doch, doch, das muss er gewesen, come on. Also das wird einfach nur in diesem Klappentext stehen aus Bullshit. Ich gedacht, das passt gut zu Freiberg für alle, wenn wir hier für die Stadt Freiberg was erreichen wollen. Schönen guten Tag. Ich bin von Freiberg für alle. Haben Sie kurz eine Minute? Okay, schönen Tag. Ihr wollt euch reden? Okay, schönen Tag. Wegen der Wahl. Okay, schönen Tag. Heute war nicht so erfolgreich, wie ich mir erhofft habe. Es hat zwischendurch auch mal kurz geregnet. Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Und dadurch, dass hier eine Uni-Veranstaltung noch ist, hat man sich so ein bisschen dann am Ende... Ja, schon was Besseres erhofft. Ja, das waren halt die Mühen der Ebene, ne? Das ist halt anstrengend, ja, Basisarbeit zu leisten. Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, es ist ja wirklich so, also 95% der Leute nehmen nichts, was flyermäßig oder so, dieses Heft, was sie da haben, interessiert nee, die würde, einfach nicht. Würde ich auch nicht. Also selbst wenn mich jetzt einer zum Beispiel von der AfD ansprechen würde, was ja die Partei ist, die ich wähle, also würde ich einfach nee sagen, weil ich will da jetzt in meinem normalen Alltag gar nicht so behelligt werden. Also in dem Sinne, dass ich irgendwo stehen bleibe, mich mit Leuten unterhalte, was annehme und so. Also ich versuche das eigentlich so ein bisschen da rauszulassen. Also vor allem, wenn man auf der Straße ist, ist man ja auch oft einfach unterwegs. Also man hat ein Ziel, man Stress, will von A nach genau. B. Ja. Gut, ja, wie du sagst, Basisarbeit ist hart. Von daher trotzdem Respekt, wer auch immer das macht, egal welcher politischen Partei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja.
Ich frage mich halt, ob sowas in der Fußgängerzone oder wo auch immer stehen und Magazine verteilen, ob das wirklich irgendwie sinnvoll ist, das zu tun. Also mach halt meinetwegen irgend so einen Stand irgendwo hin, aber ansonsten geh lieber Briefkästen befüllen. Ja. Als da den ganzen Tag dir die Beine in den Bauch zu stehen und ein Nein nach dem Nein nach dem Nein zu hören. Also. Ja, wir hatten letztens erst privat darüber gesprochen. Da hatte ich halt zu dir gesagt, ich denke halt, dass bei solchen Ständen zum Beispiel oder bei solchen persönlichen Ansprechaktionen, da können ja eigentlich nur zwei Sachen passieren. Entweder kommt einer auf dich zu, der übelst deiner Meinung ist, der will sich dann mit dir unterhalten, ja, das, oh toll, dass ich sie treffe, der Bestätigung will, oft ältere Leute, oder jemand kommt auf dich zu, der genau der entgegengesetzten Meinung ist und mit dir streiten will. Also, und beides bringt dir ja jetzt nichts. Der mit dir streiten will, den hast du nicht politisch überzeugt, und der schon überzeugt ist, mit dem du redest, ist ja auch eigentlich Zeitverschwendung. Also meine Erfahrung, die ist jetzt nicht groß, aber ich teile sie trotzdem, es gibt halt noch die dritte Gruppe, die wirklich so schwankt. Wirklich? Und dann sagt hier, was macht ihr denn jetzt gegen das und das Problem und so? Ah, krass, okay. Also die gab es tatsächlich, würde ich sagen, zu, 40%. Und dann halt 30% diese, hey, super, was ihr macht. Und dann gab es die, die dich einfach noch voll lappen wollten. Ja, ja, ja. Ah, alles klar. War okay, interessant, aber das ist jetzt wirklich anekdotische Evidenz. Also, ja, klar. Ja, klar. Okay, wir machen mal weiter hier in Schloss Kulm. Wir sind hier in Schloss Kulm. Ein ganz, ganz kleiner Ort mit 14 Fachwerkhäuschen und knapp 50 EinwohnerInnen in einer der schönsten Regionen Thüringens, wie ich finde. EinwohnerInnen. Und entschieden haben wir uns unter Corona wieder herzukommen. Ich bin Anna Barth, 35, Künstlerin, lebe hier in dem Dorf meiner Kindheit mit meiner Familie. Mist. Sie ist keine Studentin. Mein Studiengang war verkehrt. Ja, und sie ist Künstlerin. Ja, okay, ich hätte gedacht, öffentlicher Dienst oder so, aber okay. Also meinem Mann und meinen zwei Kindern und versuche mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen als Künstlerin, hier die Gemeinschaft, die Welt, in der ich lebe, mitzugestalten. Ich kann sagen, dass ich im Vergleich zu Leipzig, wo ich auch lange gelebt habe mit meiner Familie, die Ruhe hier sehr schätze oder diese andere Geräuschkulisse von Natur. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich sehe einfach auch ein großes Potenzial in den ländlichen Räumen. Ja. Wie geht's dir, Rudi? Ah, hast du auch zwei? Nee. Da muss ich hinten gucken, hinten welche sind. Ja, ich habe, guck mal, ganz viele Eierpackungen auch dabei. Bis dann. Ich glaube, ich erlebe die Leute hier sehr widerständig. Und aus diesem besonderen Widerstandsgedanken vielleicht heraus hat sich halt eine sehr rechtsgewandte Gesellschaft entwickelt. Ja, es ist sehr konservativ, sehr ruppig. Die Diskurse sind alle irgendwie so 10 Jahre hinterher. Das Ding. Das ist ganz lustig, dass sie das so interpretieren mag. Also eigentlich ist es doch eher anders. Die sind widerständig. Ich meine, sie spricht ja hier auch von Ostdeutschland, von Thüringen. Ich sehe das widerständig eher im Sinne von widerständig gegenüber so den Staat und seine Systeme, dass man halt, ich meine, die Leute sind halt mit der DDR aufgewachsen, die erkennen dort sehr gut, was Propaganda zum Beispiel angeht, was bestimmte Kampagnen angeht, politische Kampagnen, die gefahren werden, und sind dafür halt einfach nicht zugänglich, weil die das schon gewohnt sind. Und das würde ich sagen, das ist das Widerständige. Und deshalb wählt man eben AfD. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Wenn sie sagt widerständig, dann klingt das so, sie sind widerständig gegen die Moderne oder gegen das vermeintlich aktuelle Gute. Aber genau. Das sehe ich so nicht. Das ist falsch. Das ist ein falscher Schluss. Ja, auch mit, also ganz ehrlich, mit diesen, sie hinken in der Debatte 10 Jahre hinterher. Ganz ehrlich, es hat sich doch in den letzten 10 Jahren auch nichts geändert. Also die Probleme sind dieselben wie vor 10 Jahren. Die sind halt ein bisschen auf 5 hochgedreht, aber das Grundproblem oder die Probleme sind immer noch da. Politisch ist da nichts gelöst worden. Ja, also absolut. Es wirkt wieder so vom hohen Ross runter. Ich komme aus der Stadt. Das haben wir vor 10 Jahren mal diskutiert. Das ist ja völlig. Ich musste mich das wieder umorientieren. Das hat sich eine Zeitreise angefühlt. Ja, also ernsthaft. Was für große politische Probleme oder Streitpunkte sind denn in den letzten 10 Jahren dazugekommen? Also, was sind denn so Themen, über die wir immer und immer wieder reden? Das sind halt Migration, Klima, das ganze Diversity, LGBTQ-Dinger. Aber das gab es doch alles auch schon vor 10 Jahren, 2014. Also mir fiel jetzt wirklich nichts Neues ein. Der einzige neue Bruchpunkt wäre vielleicht der Krieg jetzt?
Der, genau. Ja. Aber das ist natürlich auch einfach, weil... wurde schon immer gebasht. Mhm. Also, und einfach auch, so weil das Thema natürlich aktuell ist. Ja. Ja. Also, ich meine, vor 10 Jahren gab es natürlich noch keinen Ukraine-Krieg. Ja, also, das ist schon ein komisches Framing. Aber gut, wir schauen mal weiter, was die noch so bringen. Ich lese hier mal kurz vor für die Autohörer. In den ländlichen Regionen aus Thüringen gibt es vielerorts starke Zustimmung zu rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Thesen. Thüringer Zustände, Fakten und Analysen 2023. Aha, das ist wahrscheinlich irgendeine Studie. Und wenn ich da jetzt googeln würde, würde ich überhaupt nicht die üblichen Verdächtigen von irgendwelchen linken, grünen Stiftungen finden. Nein, nicht Böll-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, was weiß ich. Nein, nein. Ich lasse es jetzt einfach mal. Also, ich fand ja schon immer, wenn jemand was gegen Populismus gesagt hat, fand ich immer affig. Also, jeder scheiß Politiker macht Populismus. Politik will ist ja Populismus. Das Populismus, also Populi sozusagen, für sich gewinnen. Ja, logisch, logisch. Also du machst doch du machst doch keine Thesen für eine Minderheit. Ja, also mir fiele jetzt auch kein großer Politiker ein, egal welchen Spektrums, der nicht politisch ist. Also egal, ob es jetzt Olaf Scholz ist oder Robert Habeck oder Christian Lindner. Also irgendwo sind alle populistisch. Also alle tun irgendwo Themen, naja, vielleicht ab und zu mal vereinfachen, um markige Slogans zu haben, weil so funktioniert nun mal Politik. Ja. Ja, also das habe ich auch nie verstanden, diese Kritik am Begriff Populismus. Also im Sinne dessen, dass das was Negatives sei, Populismus. Das ist mein Kindheitsort und ich habe den sehr geliebt und sehr vermisst, als wir dort weg sind. Ich hatte die 2 Kinder, habe in Leipzig gelebt mit meinem Mann, der hatte da einen ganz guten Job, aber ich bin da nicht so richtig angekommen. Aha, interessant. Ah. Ui. Müssen wir nochmal bauen? Müssen wir nicht. Nochmal bauen. Wir können auch aufhören. Ich lebe mit meinem Mann Jonathan zusammen, der ist 34, Energie- und Umwelttechniker, handwerklich äußerst begabt. Und so eine richtige Basis für mich. Also eigentlich total die stinknormale Familie tatsächlich. Sehr konservativ. Ja. Ist das wieder dieser Fall, dass sie rechts sind und es eigentlich nicht wissen? Lustig, dass du sagst, genau darauf wollte ich gerade hinaus. Davon gehe ich eigentlich auch aus bei dieser Person jetzt. Also ich meine, die ist halt Künstlerin, hat dann in Leipzig lange gelebt, die hat sich da irgendwo links einwickeln lassen, aber ich denke letztlich, die Frau ist nicht links. Die ist konservativ bis rechts. Ja, und Kunst muss jetzt auch nicht zwingend politisch sein, ne? Nee, aber ich meine einfach, die wird in so einer Art Umfeld gelebt haben, in einem linken Umfeld. Ja, in Leipzig, na, aber hallo. Ja, klar, wo man halt die ganzen linken Phrasen auch so oft schnappt und rechts ist böse und so, aber wenn man jetzt mal dieses Rechts ist böse Fame für einen kurzen Moment außer Acht lässt und einfach über Standpunkte denkt, über politische Themen, also dann ist es bei solchen Leuten oft so, dass die wirklich rechte Standpunkte vertreten, also AfD-Positionen. Einfach, die wissen es nur einfach nicht. Oder bekämpfen das aktiv. Das ist so eine kognitive Dissonanz. Nein, nein, ich darf ja nicht rechts sein. Mhm. Ja. Wir haben auch schon. Ich würde sagen, mit zunehmender Entfernung von Leipzig wird sich das dann auflösen. Bin ich jetzt mal frohen Mutes, weißt du? Vielleicht, ich weiß nicht. Also das Ding ist ja, man muss es auch irgendwo zulassen, aber wenn man sich halt jetzt sogar hier ins Fernsehen stellt und es würde ja wahrscheinlich noch darauf hinauslaufen, dass die irgendwelche politischen Sachen macht, also sich auch politisch, linkspolitisch betätigt, dann tust du dem natürlich entgegenlaufen. Ja, du hast diese Erkenntnis, ja, weißt du? Dann tust du ja aktiv gegen diese Erkenntnis arbeiten. Aber wenn du jetzt nichts machen würdest, du kommst jetzt aus der linken Stadt und kommst dann wieder auf dein kleines Dorf und gründest auch Familie und so, dann würde ich sagen, ja, tatsächlich irgendwann, und am besten man macht den Fernseher aus, denkt selber, dann würde ich sagen, irgendwann landet man halt bei AfD-Positionen. Ja, nicht zwingend, ne, aber du bist dann halt nicht mehr so Leipzig links eingefärbt, ne? Du bist halt einfach irgendeiner auf dem Land, der sein Leben lebt und alles ist schön. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hatte vergessen, dass die Fernsehkamera läuft tatsächlich. Ich hatte nur so vor meinem inneren Auge,
dass die Beziehungen nach Leipzig so peu à peu halt einschlafen werden, wie das immer so ist über die Distanz. Aber klar, stimmt, ich hatte ihren Kamerateam kommen lassen, ja. Ja, und vielleicht kommt das auch nochmal, das Kamerateam. Also vielleicht ergibt sich dann nochmal ein paar Jahren die Gelegenheit. Und dann tust du halt immer und immer wieder dagegen arbeiten. Ein Jahr ohne Kinder hier mal gewohnt und haben dann gemerkt, das geht nicht, wir müssen in die Stadt wieder und sind wieder zurück nach Leipzig. Und genau, jetzt sind wir auch ja nicht nur im Dorf, sondern auch immer mal wieder in der Stadt. Dann leben hier noch... Ein Moment, die können sich sogar zwei Wohnsitze leisten, oder was? Irgendwie, ja, ne? Ja, also die sind schon gut betucht, wie ich es vermutet habe. Ich meine, die haben hier ein eigenes Haus, wohnen sogar noch in der Stadt. Er ist Energie- und Umwelttechniker. Also, dem wird es schon ganz gut gehen. Und sie ist jetzt keine Künstlerin, von der ich je gehört habe. Also wird sie wahrscheinlich eher nichts großartig verkaufen. Ja. Also, weißt du? Er wird das Geld dran schaffen, aber ich würde sagen, das reicht für zwei, für ein Haus und irgendeine Wohnung in Leipzig trotzdem nicht. Also da ist irgendwie noch ein bisschen was in der Hinterhand. Ja, ja vielleicht. Oder es ist geerbt. Ach, egal. Naja, das meine ich. Ja, genau. Ja, und dann kann man sich ja diesen Ziel leisten. Ne? Ja, ja. Okay, weiter. Dann leben hier noch meine zwei Söhne. Der kleine, Till Grimbert, der ist jetzt 4. Und Balduin, der wird 10 dieses Jahr. Und beide sind aber auch in Leipzig geboren und dort auch einige Zeit aufgewachsen. Ja, ja, top. Wie sie das betonen muss. Sie sind aber in Leipzig geboren. Ja, ja, in der Stadt. Nicht das beim nämlich... Pöbel auf dem Land. Ja, genau. Das sind nämlich Stadtbürger. Junge. Die sind nicht dumm. So nach dem Motto, echt. Oh Gott. Dankeschön. Das gut gemacht. Super. Noch eine? Ja. Bitte? Dankeschön. Ich war mir nicht sicher, ob ich möchte, dass die hier groß werden. Wie gesprochen wird, wie manche Themen behandelt werden oder Themen, die gar nicht vorkommen. Zum Beispiel das Thema Geschlechtsidentität. Ah! Alter, ist das geil! Ist das geil! Was für ausgedachte Probleme hast du denn? Also du hast hier ein Dorf, das besteht aus 40 Häusern. Dann sollen sich die Leute über Geschlechtsidentitäten unterhalten. Was ist los mit dir, Mädel? Was ist los? War Ihr Punkt nicht, dass das Problem gar nicht vorkommt hier? Ja, weil wir hören es und darüber mal gesprochen wird. Geschlechtsidentitäten, was vermittelt man ihnen? Wie wird es ihnen vermittelt? Ich will ja auch mich nicht streiten mit anderen Eltern. Und das fällt dann auf mein Kind zurück. Okay. Wenn ich mich unterhalte und mich auch politisch irgendwie positioniere, versuche ich das eigentlich hier in meinem Heimatort gar nicht so doll zu machen. Ich hadere damit auch so sehr, dass ich so denke, okay, ich... Sie wird halt so die bei den Elternabend immer so die nervige Linke sein, die dann irgendwie will, dass gegendert wird auf Arbeitsblättern und bei den Einladungen und dass irgendwie Geschlechtsidentitäten mitgedacht werden. Also so würde ich es einfach mal hart schätzen. Ja, so wie sie es gerade erzählt hat, versucht sie es ja eben nicht durchsickern zu lassen. Ja, aber sie würde es gerne. Einfach, sie ist da tatsächlich ganz normal, weil ganz ehrlich, ich hasse auch irgendwelche Leute, die dann so einfach anfangen zu erzählen, dies, das und wir müssen so eine Moschee verbieten oder irgend sowas. Ja. Was gar nicht zum worüber man sich eigentlich gerade getroffen hat, passt. Ja, na klar, na klar, na klar. Halt aber unangenehm, wenn das Thema dann mal dahin kommt. Ja. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Gut, ich wollte jetzt auch nicht zu viel Flack geben, du hast wahrscheinlich recht, wir lassen sie mal noch ausreden. Ich engagiere mich irgendwo anders, aber in meinem eigenen Dorf halte ich mich ganz schön zurück. Das kommt, glaube ich, daher, dass ich das immer noch so als so einen Schutzort für mich begreifen möchte oder als so einen Rückzugsort. Safe Space, aha. Aha, aha. Wir sind hier im Robolab der TU Berg Akademie Freiberg und ich studiere hier an der Uni angewandte Informatik und ich habe hier eben auch für meine Bachelorarbeit diesen Fahrradsimulator entwickelt, um mein Fahrradbahnsystem, was ich da mir ausgedacht habe, zu testen. Ich habe noch nie irgendwie einen großartigen Bezug zu Geld gehabt, das war mir schon immer relativ egal, weil ich eben ohne viel Geld aufgewachsen bin und ich habe quasi gelernt, dass mir andere Werte sowieso viel wichtiger sind. Auch später möchte ich auf gar keinen Fall irgendwie einfach nur den besten, bestbezahlten Job in der Wirtschaft haben, sondern eben auf jeden Fall für meine Werte einstehen und das irgendwie mit der Arbeit verbinden. Einmal in die andere Richtung nochmal durchgehen, du siehst es so total fleckig, ja. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen und naja, wenn es jetzt ein bisschen dunkler wird, dann fangen wir schon an mit dem Anzeichnen. Ja, genau. Das ist Elisa, auch von Freiberg für alle. Und sie hat das Konzept hier gemacht für die Fassade der Tafel, die wir jetzt neu machen.
Ich habe das Gefühl, in meiner Generation engagieren sich zumindest hier in der Region nicht sonderlich viele Leute. Wir haben Kriege, wir haben Klimakrise, wir haben eine Inflation, was vor allem junge Menschen betrifft. Es gibt genug andere Probleme und deswegen verstehe ich auch, dass viele Leute nicht die Kraft haben, sich zu engagieren. Ist doch egal mit der Inflation, Geld ist dir doch scheißegal. Ja, also für mich widerspricht sich das auch gerade. Klimakrise und Inflation, also das geht für mich nicht zusammen, weil an der Inflation, zumindest hier in Deutschland, maßgeblich beteiligt, sind ja auch die ganzen Klimamaßnahmen. Ich meine, wir haben zum Beispiel das ganze Thema Sondervermögen jetzt gehabt, wo auf einmal die einfach Schuldenberge aufgemacht werden, verfassungswidrig, werden halt Corona-Töpfe umdeklariert. Und wofür? Damit man eben die Klimamaßnahmen von Robert Habeck bezahlen kann. Dafür nehmen wir massiv Schulden auf. Und das solche Maßnahmen, solche Aktionen befördern natürlich auch die Inflation. Bloß wir müssen die Inflation ja hinnehmen, weil sonst geht die Welt unter. Also jammer nicht. Das ist doch, wir müssen das. Geht doch nicht anders. Und auch mal so ein generelles Ding. Ich finde das ist auch immer so ein bisschen verrückt. Also das verstehe ich beim besten Willen nicht, wie man jetzt sagen kann, wie der zum Beispiel, wir haben Probleme wie Klimakrise. Also wie man sagen kann, das ist für mich wirklich ein Problem oder irgendwas, was mich in meinem realen Leben betrifft. Und jetzt Migration wäre es zum Beispiel nicht. Das sehe ich einfach nicht. Ich meine, wahrscheinlich ist es, haben die Leute wirklich das Gefühl, wenn es im Sommer mal heiß ist und im Winter mal kalt, das hätte was mit der Klimakrise zu tun, als wäre es sonst immer Raumtemperatur gewesen, das ganze Jahr lang hindurch. Könntest du mal netterweise schauen, von wann die Doku ist hier oder Reportage? Vielleicht war das so, als das noch hip war, das Thema, dass sie das gedreht haben. Die ist vom 21. Juli diesen Jahres. Okay, nee, dann war das Thema eigentlich schon tot. Also die ist 2 Monate alt, die Doku. Seltsam. Da ist er nicht ganz up to date dann, ne? Aber ich gebe ihm zumindest, er hat, da war richtiger Quellcode zu sehen, ne? Also, ja, na klar, ist ein richtiger Informatiker. Ja, kein Script-Kiddy. Der Informatik, richtig, ja. Nee, ich denke, der wirkt auch nicht doof, also, naja, vielleicht politisch halt so ein bisschen naiv, vielleicht, aber. Ja. Schwierig. Ist schwierig. Ja. Ich warte immer noch auf die Aussteigergeschichte. Die muss ja kommen. Ne? Ja, die wird jetzt ja noch irgendwann kommen. Aber er wird kein Aussteiger in dem Sinne sein. Ne? Warte mal. So, weiter. Um sich zu engagieren. Aber eigentlich wäre es umso wichtiger, dann jetzt daran was zu ändern, weil sonst wird es auch keiner machen. Früher war ich sehr konservativ bis rechts drauf. Und das lag insbesondere an meinem Umfeld eben da. Ich hatte jetzt in der Familie nicht so super viel Halt oder Richtung da mitbekommen. Und dann hat man sich natürlich nach Bestätigung und Zusammengehörigkeit irgendwie gesehen. Jetzt bist du der freidenkende, selbstständige Mensch, der das Klimanarrativ ungefragt nachbetet. Ja, okay. Und der irgendwelche Regenbogensticker auf dem Fahrrad hat und offensichtlich alles, was der Fernseher so rauslaudert, für gut befindet. Ich wette, das ist ein Heute-Show und Jan Böhmermann gucke, oder? Oh, darauf wird es so am Ende des Tages hinauslaufen. Das wette ich. Ich hoffe es nicht. Ich halte einfach mal dagegen. Für sein Seelen. Alles im Umfeld, auch im Fußballverein, hat man da blöde Sprüche gebracht und viel gelästert, viel nachgeplappert vor allem, gar nicht drüber nachgedacht. Ich denke schon, dass es einige Lehrer wussten, aber es dann versucht haben, nicht zu sehen oder nicht zu hören. Als ich da so drauf war, habe ich auf jeden Fall wirklich gedacht, das ist die Zukunft und ich bin ein Teil davon. Ich bringe das Land wieder voran. So, wir als Deutschland werden wieder die Spitze der Welt. Dieses Narrativ. Das war doch jetzt alles nicht schlecht. Also sind das jetzt deine besten Beispiele? Ja, so richtige Beispiele waren ja noch gar nicht da. Er hat einfach nur gesagt, er war mal konservativ bis rechts, aber so richtiges krasses Beispiel hat er noch nicht mehr gebracht. Ja, nur, dass er was nachgeplappert hätte. Gab es komische Sprüche. Ohne ja, Beispiel. Aber was für Sprüche waren das denn? Welcher Art? Also, na gut. Dem die Nazis damals aufgemacht haben, so alle fürs Vaterland. Deswegen wollte ich auch gut sein in der Schule und um einfach irgendwie meinen Teil beizutragen zu einem guten Deutschland. Ach komm, ich glaub's dir einfach nicht. Ich glaub's dir wirklich nicht, dass du irgendwas Deutschland einen Teil beitragen wolltest. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen bei den Typen, beim besten Willen. Vor allen Dingen, also, das ist doch alles nichts wild. Also nichts Wildes, weißt du? Also, ja. Dann bist du halt ein guter Teil von Deutschland und? Ja, das ja, wir leben und da doch ist am das Problem. Deutschland aller Zeiten und du bist ein Teil davon sein? Wo ist das Problem? Wir hören noch mal ganz kurz rein, wie er das framed, und zwar nämlich, dass etwas für Deutschland machen, framed er halt gleich, ja, das sind Werte von den Nazis. Nochmal seine eigenen Worte. Ja, buchstäblich.
hoffe, habe ich auf jeden Fall wirklich gedacht, das ist die Zukunft und ich bin ein Teil davon. Ich bringe das Land wieder voran. So, wir als Deutschland werden wieder die Spitze der Welt. Dieses Narrativ, was eben die Nazis damals aufgemacht haben, so alle fürs Vaterland. Deswegen wollte ich auch gut sein in der Schule und um einfach irgendwie meinen Teil beizutragen zu einem guten Deutschland. Ja, okay, du hast recht. Alles fürs Vaterland. Alles fürs Vaterland, das war von den Nazis das und das wollte ich auch. Das gab es noch nie, diesen Gedanken. Ja, es gibt auch kein Land auf der Erde, wo die Leute was fürs Vaterland, fürs eigene Land machen wollen. Das sind alles Nazi-Länder. Da frage ich mich jetzt, für was kämpft er jetzt? Naja, für die Welt links. Oder was? Ja, ich denke tatsächlich, da wird schon größer gedacht. Die Welt, naja, ganz ehrlich, Fridays for Future und so, der wird auch so, also diese ganzen Fridays for Future Leute ordne ich halt auch sehr stark so World Economic Forum und so solchen Organisationen zu. Mhm. Young Global Leaders, weißt du? Solche Geschichten halt wie Annalena Baerbock. Da geht es halt nicht mehr nur um einzelne Länder. Da geht es um die ganze Welt, ja. Annalena Baerbock, Trudeau, Klaus Schwab, all diese Geschichten. Dankeschön. Oh, Pech gehabt, das ist nicht meine. Warte, und wie ist er da jetzt weggekommen von? Er war ja anscheinend voll drin. Er hat bestimmt mal heute Show geguckt. Okay, ja, das bekehrt jeden. Gut, ja. Wir haben ja mit Freiberg für alle die Wahldeckel bedruckt mit unseren Motiven. Wir sind die ganzen Kandidaten drauf. Und mit Glück haben wir auch dabei. Ah ja, hier, gleich der zweite. Da bin ich auch super dankbar für die Leute, die mich dann so ein bisschen wieder auf die richtige Spur gebracht haben, wie eben vor allem meine Schwester. Na dann. Oh. Warte, was? Warte mal. Okay. Moment. Das ist deine Schwester, okay? Also für die Audio-Leute, wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht mit der Schwester. Wir wissen noch nicht ganz, wohin die Reise geht, aber wir können uns bei der Schwester schon denken. Die Chancen stehen gut. Dass es nicht immer die Schwester war. Also er wird bestimmt auch gleich auf das Thema kommen. Moment. Es waren dann auch schon heftige, ja nicht mal mehr Diskussionen, sondern wirklich auch, dass man sich gestritten hat und vor allem ich dann ausfällig geworden bin. Ich weiß nicht genau, ob es da zum Beispiel um Transrechte ging, als ich Scheiße, Mann! Okay. Ja, gut. Ja, also. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Das Ganze. Aber es ist halt auch wirklich lustig. Es ist halt auch wirklich lustig. Ich mach nochmal kurz zurück. Moment. Ich wollte hier den. Ja, hier, wo man die Lotte sieht. Also. Ich meine, wir sehen die halt zum ersten Mal. Oder den vielmehr. Und wie wir den sehen, sofort wissen wir, was Sache ist. Dass es halt ein Typ ist. Ein Frauenkleider. Also, du bist übrigens gemütet, falls du was sagen kannst. Ja, ach scheiße, ja. Ich wollte gerade sagen, da schlägt der Radar sofort irgendwie aus, ne? So, Moment, was ist hier los? Ja? Also nichts mit Passing oder so. Der Typ braucht einfach nur einmal im Bild auftauchen und du weißt eigentlich als Sache, was Sache ist als normaler Mensch. Deswegen. Und da nützt die ganze Überschminkung nichts, ne? Ja, deswegen bleibe ich oben noch dabei, dass unsere hier Transenzählen-Geschichte bei diesem Speedrun-Event genau das Richtige ist. Dass wir da auch wirklich oft, denke ich, richtig gelegen haben werden. Ja. okay. Es waren dann auch schon heftige, ja nicht mal mehr Diskussionen, sondern wirklich auch, dass man sich gestritten hat und vor allem ich dann ausfällig geworden bin. Ich weiß nicht genau, ob es da zum Beispiel um Transrechte ging, als das noch ein Thema war, was bei mir nicht offensichtlich ein Thema war. Und dass wir da zum Beispiel aneinander geraten sind, was Gendern angeht. Und dass der Flori sich da halt angegriffen gefühlt hat, beziehungsweise das Gefühl hatte, dass ihm vorgeschrieben wird, wie er zu sprechen hat. Ich sage niemandem, wie er oder sie zu sprechen hat. Aber wenn ich selber versuche, alle Geschlechter mit einzubeziehen, dann ist das mein Recht. Rückblickend jetzt habe ich mich wie so ein Idiot aufgeführt. Und eben, ja, wie Lotte auch gesagt hat, so eine sture Wand einfach aufgefahren und dicht gemacht. Die Argumente sind einfach abgeprallt. In meinem Zimmer danach dann, in meinem stillen Kämmerchen, ich habe noch überlegt, so, naja, aber irgendwie ist da schon was dran vielleicht. Und so ist es dann langsam eben gebröckelt. Und das macht mir auch total Hoffnung für die Zukunft oder überhaupt einfach, dass man immer mit Leuten reden muss und sich denen annehmen muss und dass es auch immer was bringt. Gut, prinzipiell ja. Immer mit anderen Leuten reden, die anderer Meinung sind. Ja, sonst landest du in deiner Echokammer, okay. Aber diese Lieselotte da. Also ich habe das Gefühl, die haben diesen Disput, der da damals passiert es jetzt ein bisschen ausgeschmückt, ganz ehrlich. Aber gut, sei es drum. Was? Also,
Ich will jetzt nicht zu mies sein, aber was hältst du eigentlich von dem Typen so prinzipiell? Was ist denn dein Eindruck? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, er ist so einer. Ich finde ihn irgendwie so schon ein bisschen komisch. Ja, also er wirkt irgendwie, nimmst du mir eine Übel, so ein bisschen sozial unbeholfen. Ja. Glaube ich. Also ist halt die ganze Zeit am. Also man könnte sagen, er guckt halt, was ist gerade so sozial in. Ja. In seinem Fußballverein, oh, die machen alle sowas, na dann schwimme ich da mal mit. Genau dann landet er in einer anderen Umgebung, oh, hier ist es so, naja. Genau das. Aber eigentlich dann, ist es am besten, wenn du diesen Typen halt in so ein Labor bringst, abgeschottet von der Umwelt und sagst, hier ist ein Problem, löst das und dann macht er da los. Und dann ist er glücklich. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube auch, das ist jetzt. Ich denke, das ist ganz oft bei diesen Fridays for Future-Leuten, also wir haben ja auch schon einige solche Dokus gesehen, also die wirken halt oft ein bisschen sozial unbeholfen, dass die sich halt deswegen auch solchen Gruppen anschließen, weil dann ist man halt auf einmal jemand wer, weißt du, dann lernt man andere Leute kennen. Jetzt zum Beispiel dieses Freiberg für alle. Ich meine, um Gottes Willen, der Typ ist halt 22 und setzt sich in irgendwelchen politischen Kleinstparteien ein. Also meiner Meinung nach will er einfach auch nur rauskommen und Leute kennenlernen. Das kann gut sein, ja. Also, wie gesagt, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Er wirkt ja im Großen und Ganzen sympathisch, aber er wirkt halt, glaube ich, ein bisschen vielleicht sozial unbeholfen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, ja, doch, ja. Das Umdenken wurde dann auch noch bestärkt dadurch, dass ich eben zu der Mitlaufgelegenheit gekommen bin, was ja ein Jogging-Angebot sozusagen ist, wo einfach alle Leute mitrennen. Weißt du, zum Beispiel hier Mitläufer sein. Yes. Ja, das ist so ein perfektes Beispiel. Weißt du, da hat er das nächste entdeckt, Mitlaufgelegenheit Freiberg, hat er irgendwie eingegeben, wo kann man Leute treffen, und dann macht er da mit. Weißt du, so, das ist der Eindruck, den ich irgendwie habe. Gucken, wann er bei den Spieleabenden aufschlägt. Mit Menschen bei einem ein bisschen Zeit zu verbringen. Und ich habe diese ganzen Vorurteile. Und der ist aber nett, der ist auch nett. Und so irgendwie passt das doch gar nicht mehr zusammen. Also irgendwie kann doch da was nicht stimmen. Heute steht eine Motheke-Aktion in Saalfeld auf dem Plan, parallel zum Stadtfest, was da stattfindet. Die Motheke ist eine künstlerische Konzeptarbeit, die beinhaltet, dass da ein Gefährt ist, womit ich über kleine Dörfer gefahren bin und auch gerne zukünftig fahren möchte. Mit dem Mobil mache ich hier auch viel Jugendarbeit und biete so kleinere Workshops an oder so Aktionen halt. Und das funktioniert ganz gut, dass Menschen kommen und fragen und sich setzen und einen Kaffee trinken, und so kann man irgendwie gut sprechen. Okay. Tschüss, ich freue mich. Ausländer. Aber er hat es reingeholt, die Frau Merkel, und wir haben es abgeteilt. Ja, also dass jetzt Menschen mit Migrationshintergrund verprügelt werden, liegt ja jetzt nicht an den Menschen, die hierher gekommen sind. Das liegt ja an Menschen, die gewaltbereit sind. Ich denke halt so. Was? Hat sie gerade einfach das, was er gesagt hat, links liegen gelassen und rumgedreht? Irgendwie schon. Er sagt Ausländer und dass Merkel die reingeholt hat und das ist für ihn offenbar ein Problem. Und sie redet dann davon, dass Menschen mit Migrationshintergrund verprügelt werden? Also was war denn das jetzt für ein Gespräch? Also, sie dreht das genau um. Ja, nee, die Ausländer sind gut. Oder, also, das ist ja eher so der Crashkurs, wie man aneinander vorbeiredet, oder? Also. Ja, völlig. Und die meint dann ja, die nimmt die Leute ernst, klar. Vielleicht war es jetzt auch aus dem Kontext gerissen, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist einfach so die Argumentationslinie. Du bringst halt einfach irgendeinen linken Punkt, der mit Ausländern zu tun hat. Sofort, okay, ja, woran liegt das? Aus welcher Welt kommt dieser Mensch? Also mit welcher Erfahrung läuft er rum? Was hat ihn an diesen Punkt gebracht? Weil ich gehe erstmal davon aus, dass niemand prinzipiell nur Böses will, sondern dass alles eine Geschichte hat und eine Herleitung. Aber im Grunde genommen sind nicht nur deutsche Schweine, es gibt auch ausländische Schweine. Ich habe letztens hier mein Geld geholt. Was willst du, alter Sack? Das war aber kein Ausländer, war ein Deutscher. Naja, ich würde sagen, Menschen sind insgesamt eine sehr schwierige Spezies. Es ist einfach ein sehr sensibles Verfahren, was man braucht, um bestimmte Wahrheiten, vermeintliche Wahrheiten in diesen Sicherheiten zu hinterfragen. Aber gleichzeitig nicht die Sicherheiten so kaputt zu machen, dass der andere eigentlich nur hilflos ist, sich angegriffen fühlt und also zumacht. Ah, da muss ich sagen, ganz ehrlich, die Frau ist mir so unsympathisch. Also, die jetzt hätte nicht, Lehrerin sein können, oder? Ja, weil das ist so das Problem, die denkt alles viel zu verkopft.
Also ja, schon die wenigen Sätze, die sie sagt, alles klingt irgendwie so übelst dreimal aus dem Arsch gedacht. Klingt nicht nach dem also, Herzen. Ja, nicht nach dem Herzen, nicht irgendwie authentisch, so lebensnah, sondern irgendwie so lehrbuchhaft. Also zum Beispiel, der Mensch ist eine schwierige Spezies. Wer redet denn so? Um Gottes Willen. Wer redet um so? Gottes genau. Willen. Um Gottes Willen. Oder und dann halt ernst gemeint. Also ich hätte das, also den Spruch hätte ich vielleicht so als Scherz gebracht oder so. Ja. Aber nee, wir sind Bier ernst bei dem Thema. Oder auch was die ganz am Anfang gesagt hat, halt eben, ja, ich gehe nachts ja auch raus. Oder, also das ist ja nicht, wie man mit einem normalen Menschen redet. Also was für Leute haben die denn hier in dieser Doku rangebracht? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die beide, diese Hauptfiguren, irgendwie wirken die auf mich total sozial unbeholfen. Ich muss weltfremd, es wirklich sagen. Ja, weltfremd irgendwie. Übelst krass, lustig. Ich würde vorschlagen, wir lassen das mal kurz sacken. Ja. Schön bei einer Dreiviertelstunde und dann können wir uns den zweiten Teil dann noch zu Genüge tun. Machen wir gerne. Also mir macht es bisher echt Spaß. Und ja, es sind auf jeden Fall Charaktergestalten, ja. Auf jeden Fall. Dann, liebe Leute, bis gleich zum zweiten Teil. Haut rein. Tschüss.